Leute, was geht? Hallo! Willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ist rot! Hey, orange, kirschgrün. Kirschgrün? Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zu meinen Eltern. Da grillen wir heute. Tschüss. Jetzt ist ja auch Ramadan vorbei. Das heißt, wir dürfen jetzt, wann wir möchten, wieder essen und trinken. Und das nutzen wir jetzt direkt mal aus. Ich habe Salat vorbereitet, den nehme ich jetzt mit. Und die Sonne scheint. Obwohl für die nächsten zwei Wochen gefühlt nur Regen angesagt ist, ja, scheint wirklich die Sonne. Die App wurde manipuliert, glaube ich. Die will uns verarschen. Was meinst du, wer hat die manipuliert? Corona. Immer Corona. Deswegen steht das immer so. Wieder ein Vogel, fast erwischt. Wir haben letztes Mal aus Versehen eine Taube mitgenommen und jetzt gerade fast einen Vogel, aber wir waren nicht schuld, ne? Nee. Jetzt sind wir bei meinen Eltern angekommen. Genau. Ist das bei euch auch so, dass ihr momentan so ein bisschen so richtig schlapp seid und kein Bock auf irgendwas? Was Weil ich hatte so vor, irgendwie laufen zu gehen um 9 Uhr morgens. Aber er hat seit, wann war das? Die letzten zwei Tage, ne? Er hat gesagt, ja, ich weiß ja nicht, was du machst, aber ich gehe morgen um 9 laufen. Ja. Mhm. Naja. Frühjahrsmüdigkeit nennen wir es mal, ne? Naja, wir sehen uns gleich. Bis später. So, Leute, eine Sache vergessen. Und zwar Papaluma. So, jetzt wird hier erstmal die Shisha vorbereitet. Noch vor dem Grillen. Wir grillen erst so in einer Stunde oder so. Ne? Und nach dem Grill auch? Immer Attacke, ne? Unser gemeinsames Motto hier ist immer Attacke. Geht nur in eine Richtung. Geht nur in eine Richtung? Immer nach vorne. Immer nach vorne. Einmal im Solarium. Brauchst du Spiritus? Morgen wir auch. Aber welche Farbe hättest du ausgesucht? Weiß. Papa weiß. Wir werden natürlich gelb, ne? Ja, natürlich. Aber ich muss ehrlich sagen, das Gelbe sieht besser aus gerade. Ja, weil die Sonne gerade scheint. Ja, aber bei dir in der Hand jetzt, das weiß natürlich cool. So, das Wetter ist heute so schön. Draußen brennt schon der Grill. Meine Mama und ich machen hier noch die kleinen letzten Vorbereitungen. Ich schnippe noch ein bisschen Salat. Echt? Das machst du richtig schön, David. Wo bist du? Da. Und meine Mama macht noch ein paar Hähnchenwraps. Aber nur, weil ich Hähnchensalat drüber hatte. Und yummy. Und wir haben noch Kusupilsola. Es ist endlich wieder soweit. Jetzt. Ihr habt auch richtig Bock, ne? Was? Ihr habt auch richtig Bock, ne? Ja, der ist auf jeden Fall. Das ist hier gemacht. Bruh. Ja, ich Oh. Spielt ihr hochhalten oder was? Bruh. Nee, tief halten. Tief halten? Ich will damit nichts zu tun haben. Das ist für mich. Hähnchen ohne Knochen. Hähnchen ohne Knocke. Ich geh just Ja. Weißt du Bescheid? Ich glaube, ich leite. Da weißt du Bescheid, wenn der Frosch die Locken hat. Wo wir uns seine Sprichwörter machen. So, jetzt ist die kleine Maus da. So, jetzt. Gönnung ist sogar Russe.
Speedy Gonzales. Gonzales ist da. Oh! Ja. Können wir ja einblenden. Und ja, du hast doch das Video. Ein. Und ich habe gesagt, das machst du nicht nochmal. Ein. Deswegen ist er jetzt mit dem ganzen Körper ein, dass wir fliegen gewichtet. Richtig, aber richtig. Aber ich habe nichts mehr gesehen. So, jetzt auf ein neues Rabia, wa? Jetzt hier, greif die mal weg. Soll ich angreifen oder was? It was at this moment that he knew he fucked up. Lan Eren, karını parçalıyorlar. Was soll das, gülüyor? So, Frau Akpona, wie geht's dir nach dem Flug? Das war gut, Adrenalin. Gonzales ist da. Oh! Bei der Fiesland. Ja. Hey Leute. So, wie ihr seht, sind wir gerade im Garten. Genau. Es ist jetzt der nächste Tag. Ja. Gestern gegrillt und heute nutzen wir die Zeit im Garten. Und wie ihr hier seht, ist unser Unkraut gewuchert. Nicht wundern, wie wir aussehen. Das in meinen Haaren ist Öl, Leute. Also das ist eine Haarmaske. Nicht, dass ihr denkt, ich laufe hier so mit ultrafettigen Haaren rum. Sieht zwar nicht appetitlich aus, aber was soll's. Wir fahren heute noch ins Solarium. Hoffentlich. Genau. Haare auch wieder frisch. Gestern beim Friseur gewesen noch. Ja. Dann wollen wir mal loslegen, ne? Die schönen Tage kommen hoffentlich bald, inshallah. Yes, das sieht nämlich richtig crack aus. Let's go! Sein, dass wir ab und zu noch mal ein bisschen Fußball spielen, weil ihr habt ja gesehen, gestern hat mein Bruder mich richtig weggehauen. Eben gerade habe ich einen ein bisschen abgezogen. Das haben wir natürlich nicht aufgenommen. Aber es könnte sein. Sehr ehrlich, ich bin gut. Ja, du bist gut. Das meinen die wirklich ernst. Ich bin wirklich gut. Ich habe auch ja, schon. Ich habe auch mal Fußball gespielt. Dribbeln. Ich kann dribbeln. Ich kann Tricks und so, auch wenn ihr es mir nicht glaubt. Ich habe mal Fußball gespielt, aber genug gelabert. Let's go! Das geht ab. Ja, musst du. Von ganz unten festhalten, ein bisschen wackeln. Bruh! What? Da war eine Killer. Wie heißt die Scheiße? Killerasse? Killerasse? Naja, gucken nicht schon. Tschüss, Mann. Hast du schon meine schönen Schuhe getaggt? Superflex. Lucy Ufo, Manni, guck, wir sind der Fendi Drift. Sneakers aus Italien, Loco, wenn ich Henny. Leider schon ein bisschen dreckig, aber was soll's? Ich versuche mit ihm mal. Oh nö! Schatz, krieg den schon mehr, aber ist nicht schlimm, ne? Ist doch sogar besser vielleicht. Ihhh. Weiß nicht mal, Kökenel. Ne? Shaky, 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 shaky. Oder? Naja, besser. Naja, bisschen wenigstens Wurzel ab. Oh, oh shit! Der muss auch noch raus. Was ist das aber für ein Oschi, Alter? Dazu sag ich echt gar nichts mehr. Salah, salah. Ja, wir in der Neunassen. Salah. Schatz, ein Blumen, also. Das ist die geilste Phase. Die geilste Phase, wenn ich das. Bruh. It's me and my. Chick. Okay. Das ist aber. Okay. So, Leute, so sieht das jetzt am Ende aus. Das ist noch nicht das Ende. Ja, ich meine. Zwischenstand. Das Unkraut zwischen den Steinen, das lassen wir hier extra. Obwohl mich dieser Anblick richtig stört.
weil wir da gleich Unkrautgift drauf machen wollen und das zieht durch die Blätter ein und wirkt dann. Da auf diesem Weg hatten wir das Unkrautgift mal ausprobiert und wie man sieht, hat es gewirkt. Im Vergleich zu hier sieht es da drüben natürlich besser aus. Eigentlich muss es dafür ein paar Tage trocken bleiben. Es ist eher regnerisch, aber naja, wir versuchen es einfach mal, weil ich halte es hier echt nicht mehr aus. Ja, das sieht richtig schlimm aus hier. Ne? Zaun wollen wir auch noch erneuern. Das geht auch gar nicht. Willst du wieder gegrillt werden, oder was, Schatz? Was hast du vor? Muss schon mitkommen. Hey, gib mir. Ich muss meine Flamage wieder gut machen. Da müsst ihr jetzt mal ein Spieler spielen. Okay. So Leute, Unkraut ist erstmal einigermaßen weg. Jetzt ist der Unkraut zwischen den Steinen dran. Genau, da haben wir so einen extra Unkrautentferner. Einwirken dauert aber ein bisschen, also das zieht sich hier alles durch die Blätter. Das dauert dann immer so, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen oder kommt so. Bis drauf an, glaube ich, wie das Wetter aufhört. Ja, oder? Genau. Jawohl. Jetzt geht's los. So Leute, Gartenarbeit fertig. Jetzt ist höchste Zeit, diesen Mist hier auszuwaschen. Adios. Bis gleich. Noch mal kurz Rasen mähen. Meine Haare sind jetzt wieder fresh und ich bin das erste Mal mit diesem Rasenmäher gefahren. Sonst macht das immer Adam, aber eigentlich will ich das drauf machen. Voll eigentlich easy. Schon, aber... Ich fahre ein bisschen kreuz und quer noch, aber... Das üben wir noch, das üben wir noch, Schatz. Das macht so Spaß. Und gleich geht's ins Solarium. Genau, bis gleich. Das ist das für Felix, Mensch. Sie muss zwar noch üben, aber das kriegen wir auch noch hin. Sie ist noch ein bisschen so zickzack gefahren, da sieht man auch so ein bisschen die Spuren. Ich fahr so, dass ich... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, so dumm. Geht so. So, wir sind jetzt endlich auf dem Weg. Genau. Ins Solarium. Yes. Endlich wieder, Allah. Ja. Obwohl, wir haben das früher gar nicht so oft gemacht. Nein, ich glaube, es war in meinem Leben. Ich glaube, nur einmal, oder? Nein, ich glaube, es war so fünfmal in meinem Leben im Urlaub. Ich glaube, ich weiß nicht, alle drei Monate vielleicht irgendwann einmal. Dann gehen wir uns jetzt mal. Freunden. Yes. Also, let's go! So, da sind wir wieder. Sieht momentan noch nicht so gut aus. Ich finde, man sieht immer so ein bisschen gräulich aus. Also er dann mehr als ich, aber auch in einem stärkeren Solarium und auch länger. Wenn dann richtig, ne? Ja, aber ich denke, es wird die nächsten Tage gut aussehen. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst irgendwie im Solarium. Hat das bei dir auch so Geräusche gemacht? Nö, war ganz normal. Dann wird das irgendwie so... Ich habe alles hier auf Null gemacht, Gesichtsventilator oder Gesichtsluftung auf Null, so Körperluftung auf Null. Ich habe alles angehabt, ich habe richtig volle Pulle an. Aber sogar Klima, das habe ich auch ausgemacht. Ja, das ist eigentlich auch nicht gut. Ich habe das auch vorher, wo ich drin war. Nee, also ich mache das immer so. Ich eigentlich auch. Ich auch. Anne sagt auch mal, man soll das ausmachen, wenn man so davon krank wird sonst. Aber das Solarium war irgendwie so überbelichtet und ich hatte diese Schutzbrille auf, weil meine Augen ja gelasert sind und ich hatte dann Angst, so die Knöpfe anzugucken. Ich konnte nicht so richtig gucken, was ist, und dann war es schon zu spät, dann habe ich einfach alles angelassen. Deswegen habe ich leider ein bisschen zu viel Wind abbekommen. Wir haben unsere To-Dos, unser Soll für heute erfüllt, ne? Definitiv. Genau. Chipape Munyanyo. Chipape Munyanyo. So Leute, das war's mit unserem Video. Ich
hoffe, es hat euch gefallen. Genau, es war ein kleiner Mix. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Leute, und vergesst nicht zu abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Abonnieren, genau. Liken, wenn euch das Video gefällt. Wenn nicht, dann nicht. Wir freuen uns über jeden Abonnenten, der zusätzlich nochmal kommt. Das stimmt. Genau, es freut uns. Also jeder von euch, der neu dazukommt, oder jeder Einzelne, der uns abonniert, und auch jeder Einzelne, der uns nicht abonniert, aber unsere Videos trotzdem guckt, Dankeschön. Danke für euer Interesse, danke für eure Unterstützung. Wir werden uns auf jeden Fall freuen. Ja. Nein, ich wollte wirklich noch was sagen. Wie gesagt, Leute, vielen Dank fürs Einschalten und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Bis dann. Ciao.